Ich grüße euch. Ich reise natürlich stets in Handgepäck, aber beim Family Hopping geht das natürlich nicht immer. Und hier haben wir in Punta Cana, Dominikanische Republik, ein Gepäckband, was ja für irgendwann entwickelt wurde, als die Koffer nur halb so groß waren. Und das Geile ist, die Koffer, die stauen sich dann immer, so wie hier jetzt zum Beispiel. Und dann fallen die dann so runter. Guck mal, jetzt hier zum Beispiel, das ist ganz geil, drei. Die stehen einfach da und jetzt kommt da die nächste Ladung. Achtung, ihr seid live dabei. Ja, jetzt kommt natürlich jemand und hilft. Das ist natürlich doof. Das sollte natürlich nicht sein, aber der fällt doch. Warte, Achtung. Und wumm, und da ist er. Sehr gut. So soll das sein. Und hinten staut sich natürlich auch. Und da sind auch schon welche runtergefallen. Und da auch. Hier sind zwar so ein paar Leute, die versuchen das irgendwie dagegen anzukämpfen. Aber, ja, reicht halt nicht, ne? Aber die gute Nacht ist, da hinten kommen zwei Sporttaschen. Das sind die von uns. Insofern wird alles gut werden. Und ja, gibt es noch einen Crash? Wo gibt es den nächsten Crash? Hier vorne vielleicht wieder? Da vorne? Ey, der passt ja auf, der deutsche Heinz. Das ist ein bisschen blöd. Vorher hat es hier richtig gerappelt. Aber ich habe natürlich zu spät die Kamera gemacht. So wie immer. Also da kommen die beiden Taschen. Das war's. Schönen Urlaub. Tschüss.